Wie bekommen wir jetzt einen Tiger oder einen Panda oder einen Puma aufs Feld oder sowas in die Richtung? Irgendwas Witziges, irgendwas Tierartiges. Hinten getroffen! Alarm! Ja, easy! Nicht mit dem Panzergeneral! Ah, irgendwie hätte ich mich auf die andere Seite. Mir gefällt es nicht. Ich hätte mich auf die Seite fokussieren sollen, aber es ist schon zu spät. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Das ist eine sehr offene Web, kann das sein? Zack, Upgrade erforschen. Also ich hab's Upgrade jetzt angedrückt und jetzt könnte ich schon reinfahren, oder wie? Guter Call. Danke, Starker. So, einnehmen. Das ist doch ein schöner Spot, den will ich haben. Wo ist mein MGUs? Wir brauchen mehr Ressourcen, Leute. Sag ich so, wie es ist. Wir brauchen mehr Ressourcen. Zack. Dann machen wir erstmal da vorne weiter. Wir bauen dann noch einen Grenadier-Trupp, der wurde auf der. Uiuiui. MG42 and crew available. Zack, Kettenfahrzeug ist unterwegs. Jetzt bauen wir noch einen Grenadier-Trupp. Was kostet der? 270 können wir noch warten, so lange. Ihr bleibt mal da am Berg chillen. Zack. So. Das läuft. Ah, da haben wir schon die Gegner. Ist natürlich schlecht, wenn wir jetzt schon Gegner haben. Und wir unser Ding noch nicht aufgebaut haben. Das ist ganz, ganz schlecht, Leute. Das ist ganz, ganz schlecht. Das war ein bisschen lucky gerade noch so. So. Ihr müsst jetzt aber, glaube ich, mal ganz schnell zurück. The enemy has taken a victory point. Grenadiers, prepare to advance. Location secure. Waiting moving orders. On. Captain, moving to target. Look, they won't even know it's missing. Fire! Da haben wir jetzt eine gute Pusi. Ah, ich habe ein Ding nicht gebaut, mein Medic nicht. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Gar nicht gut so. Upgrade complete. Location secure. Max, take the lead. This thing is happening. Put us to work. My grenadiers have taken the location. The sector has been secured. The men are ready. Let's cover some ground. Orders. Try not to get lost. Captain Cart, scouting ahead. CC. We're ready. Getting started.
42 and crew ready. Give us a target. In due course. Resources captured. Bring up support. We're ready. More. Let's go, Kinder. We're moving. The men are grenadiers. Prepare to advance. On your feet, soldiers. Awaiting orders. Brauchen wir vielleicht noch einen Truppen? Ja, nee, glaub nicht. Ja, das MG sichert halt eher so die Mitte gerade ab. Ich weiß es ja auch nicht. Dann macht man einfach hier auf der Seite noch ein bisschen mehr Action. Das hilft ja nichts. Panzergrenadiertruppe oder was brauchen wir? Brauchen wir schon einen Pack? Pack brauchen wir immer, oder? Nee, weiß ich nicht. Warten wir noch. Schauen wir erstmal, was der Gegner macht. Oi, 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 das sieht nicht gar nicht gut aus. Ich wollte, es geht ja so schnell kaputt. Okay. Ah, oh, Flammenwerfer, gar nicht gut. Okay, wir brauchen nämlich doch noch mehr Infanterie. Oh, Flammenwerfer. Uff. So. Da müssen wir jetzt von der Flanke kommen. Flammenwerfer macht ihr alle. The enemy have taken our territory. Rapid production protocols are in effect. Commandant, moving to that grid point. You on the move. Acknowledge. Follow me. We're ready. Let's cover some ground. Right now. Try not to get lost. We have advanced weaponry ready to be deployed. You need it. You on the move. Follow me. Yes, sir. Get the blood pumping. Silence. Shit. Great enemy resources up ahead. Come on! We are capturing that territory! Pick up your feet! We need that point! I see, I see. When it is ready and mostly merged, Kinder! Like you really care! I see, I see. Commandant? Starting the advance! Take possession in their absence! Zack! Stuck! Immer gut, oder? Tipp 2 Sterne halten. Halten reicht auch, wenn du dich nicht auf alle drei. Also, ja, das ist ein vollkommen. Da bin ich voll bei ihnen. Ja, ich baue glaube ich echt noch eine Pack, weil Pack ist immer gut, oder? Auch. So, da wird erstmal genagelt. Weil Nageln, das ist toll. Hier schützen wir uns vor Flankenangriffen. Ja, ja, ja. Hallo. Wieso haben die schon so viel Schaden bekommen, ist die andere Frage. Jetzt hat der Truppe ist dead. Jetzt gehen wir drauf, weil die sind ja richtig geile Typen. Das sind richtig kranke Motherfuckers. Zack, wieder zurück. Hier haben wir abgesichert. Gegen Flankenangriffe. Hier haben wir was neutralisiert. Verstärkung abgeschnitten. Zack, er braucht dieses Upgrade ganz dringend. Ah, oh, nur mit Panzergrenadier oder eine Pakovic? Oder soll man schon aufs nächste Gebäude sparen? Schwierig. Stuck gut gegen Panzer, schlecht gegen Infanterie, je nach Ausführung, aber die Standardwehr macht Stuck ist gegen. Okay. Anker, bester Mann aller Zeiten. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, sie haben nachher auch.
Ich hoffe, sie haben nachher auch richtig Bock auf Team Games. Natürlich haben sie das. Wir sparen. Nicht wieder Flammenwerfer. Aber gut, wir machen hier. Hier sind wir ja gut aufgestellt auf der Flanke. Ich glaube, wir sparen einfach schon aufs nächste Gebäude, oder? Oder soll ich noch eine Pack zur Absicherung bauen? Was sagen da meine obersten Generäle aus dem Chat? Ah, sind halt alle schon so angeschlagen. Sobald der Trupp wieder fresh ist. Ich glaube, ich brauche einfach noch mehr Infanterie in Zukunft. Aber hier wird genagelt. Gut, jetzt gegen Flammenwerfer machen wir erstmal gar nichts. Flammenwerfer unterdrückt, richtig gut. Dann können wir jetzt hier einen Nahkampf. Ja, das aber überlegen. So. Sehr schön, dann kann sich der Trupp jetzt kurz regenerieren gehen. Hier brauchen wir wieder Verstärkung an der Frontus. Ja, ich glaube, der hat schon so viel Verluste zu verzeichnen. Das stehen wir gut da, oder? Um die Pack gut zu sichern, bräuchtest du eigentlich noch ein MG oder MG-Bunker. Ui. So, Panzer an die Front zum Reparieren. Jetzt habe ich, warum habe ich den gebaut? Ja moin, ich habe einfach einen zweiten Stück gebaut. Gut, dann können wir das für Flankangriffe einfach hier rüben irgendwo positionieren. Das ist ja alles in Ordnung. Trupps sind wieder einsatzbereit. Sollten wir das MG kurz zurückschicken, dass es sich, ja, es soll sich einfach mal kurz erholen. Oh, wann habe ich denn den zweiten Stück gebaut? Blitzkrieg Tactics. Mit Steuerung F2 erhöht die macht Fahrzeuge im aktiven Zustand schwerer zu treffen. Offensiv vorübergehen. Also muss ich das jetzt hier aktivieren oder ist das dauerhaft aktiv? Die Info bräuchte ich noch. So. Diesmal platzieren wir das MG woanders, dass er nicht weiß, wo ich bin. Nee, da gefällt es mir nicht so gut. Ja, ich glaube, nee, die Pose hier ist schon ganz geil. Weil da... Wir können mal kurz antesten, wie es hier rüben aussieht. Aber ich glaube, er hat da hier rüben sein MG. Also machen wir da vermutlich erstmal nichts. Gegen Flankenangriffe müssen wir uns erstmal nicht schützen. Mörzers. Okidoki, now we're talking. Ah, oh, Flammenwerfer sind halt einfach so bösartig gewesen. Ah, oh, die Granate hat er gefressen. Ah, oh, die Flammenwerfer, ey, unterdrückt sie doch endlich. Wichtig. Okay, ich glaube, ich brauche einfach noch mehr Infanterie in Zukunft. Das musst du für Mumsu. Warte mal. Aber ist ein Stück einstellen, dass sie nur auf Panzer schießt, so verschwendest du keine Nachladezeit beim. Ah. Genau, don't engage anything smaller than a Volkswagen. Wer sagt das euch, Leute? Ach so, okay, ich aktiviere es und dann ist es vorbei, dann kann ich es wieder aktivieren. Achso, es kostet immer Munition. Ach ja, steht es ja, 125 Mun. So, wir haben jetzt dieses Mörser-System, das uns jetzt belästigt. Dann machen wir hier mal einen Flankenangriff bereit und hier mal unser letztes Gebäude. Mir gehört es hier noch, wenn ich es richtig sehe, dieses Munitionslager. Also das ist ja bezaubernd, Leute. Und ich glaube, wir brauchen noch kurz lang noch einen Engineer-Trupp mehr auf dem Feld. Ja, brauchen wir nämlich ganz dringend. Don't engage anything smaller than a Volkswagen. Das ist der Spruch des Tages, um ehrlich zu sein. Ja komm, da gehen wir jetzt rein. Ist das nicht abgelenkt? Dann können wir vorrücken. Und Flanke wird auch vorbereitet.
So, Stellung gebrochen. Hier stehen wir immer noch gut, da brauchen wir eigentlich echt nichts machen. Die Stuck ist einfach nur zur Absicherung, falls wir mit einem anderen Panzer kommen, dass wir einfach in den Rücken schießen können. Die Allies have only 200 points. Okay, nehmen wir mit. Brummbär brauchen wir nicht. Mittlerer Panzer immer gut. Wie bekommen wir jetzt einen Tiger oder einen Panda oder einen Puma aufs Feld oder sowas in die Richtung? Irgendwas Witziges, irgendwas Tierartiges. Okay, wir müssen das mit Steuerung F2 echt merken, falls mal irgendwie eine krasse Action am Start ist, dass ich es aktiviere, dass ich dann schnell und wendig bin wie ein wieseliges Wieselbesen. Jetzt machen wir eine andere Position, vielleicht fällt er drauf rein. Vielleicht geht er jetzt eh auf die... Ich könnte mir jetzt auch gut und gerne vorstellen, dass der Cowboy jetzt vielleicht sogar versucht, von woanders zu attackieren, auf einem anderen Flügel oder so. Nachdem, dass ich hier so dermaßen dominant war. Nö. Ich habe nichts gesagt. Aber wir stehen ja perfekt hier. Ah, ich mag Unterdrückung. Uiuiui. You have 3 command points at your disposal. We'll lose. This is a killing zone. Get down. Hinten getroffen. Alarm. Ach, da schießt irgendwo. Oh, da hat er. Okay. Da hat er eine Packeroni am Start. Ja, Schürzen, wichtig. Dürfen nicht übermütig werden. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben halt Munition zum Säue füttern. Also ich glaube, wir pumpen mal ein bisschen mehr Infanterie noch. Research completed. Quatsch, nicht. Was kosten die denn eigentlich so? Ja, komm. Dann bereite mich immer den nächsten Flügelangriff vor. What do you have for us? Territory taken. We're pushing on. Silent! Dorf, kommt irgendwas! Ah, sein Mörser ist halt wieder ein bisschen belastend. Ja, Mörser haben alles auf dem Schirm. Wir brauchen... Ah ja, wer ist ein Panzerjäger, oder? Ganz klarer Fall. Bishop zieht mit seinem langen Dötz nach vorne. Für mich nach einem Panzerjäger aus. Aber... das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja, easy! Nicht mit dem Panzergeneral himself. Das bin ich. So. MG ist nämlich auch schon wieder bereit. Dann wechseln wir noch mal ein bisschen jetzt die Position im Spiel, dass er sich nicht so drauf einstellen kann. So, Flankierungsangriff ist auch gestartet. Ja. Zack. Die Kontrolle bleibt unser. Wir machen jetzt mal ein bisschen einen Shift nach rechts, dass er sich nicht so drauf einstellen kann mit meiner Position, wo ich immer habe. Na, Mörser. So, also wie gesagt, wir verlagern das Spiel mal auf den rechten Flügel.
Dann sieht das doch sehr, 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 sehr gut aus. Braucht man Brummi Brummbär? Nee, warte. Bishop ist Artillerie, leichtes Ziel für alles. Oh, also. Moin, Elvi. Wie geht's, wie steht's? Also, wie bekomme ich jetzt einen Tiger? Starkiller? Entsendet einen mittleren Panzer 4. Nee, ich, hier. Tiger. Haben wir zu wenig Punkte dafür, oder wie? Oder wie bekomme ich einen Tiger, Panther, irgendwie sowas? So ein Gerät brauchen wir doch noch. So, hier mal kurz gegen Flanke absichern. Hier stehen wir ja sehr gut. Wir haben sehr, sehr, sehr guten. Sehr, sehr, sehr gute Reserve. Wie geht's, wie steht's, Elvi? Den hat er echt gar nicht mehr zurück eingenommen, der Punkt. Der gehört doch dauerhaft uns, oder? Hm. Das sichert hier noch ein bisschen ab, die Fl. Erstes Spiel, erster Sieg. Gut, gut, das hört man doch gerne. Das hört man doch sehr gerne.